herzlich willkommen im Schöner Wohnen Farbe Studio. Heute stelle ich euch die Schöner Wohnen Trendstruktur Wisch Optik vor. Der Klassiker für zu Hause. Wohnen und Leben wie auf dem Land. Modern interpretiert oder im klassischen Landhausstil. Mit der Wisch Optik Effektlasur könnt ihr euren Wänden den klassischen Wisch-Effekt verleihen. Einfach, wie es euch beliebt, mit den Schöner Wohnen Vollton- oder Abtönfarben abtönen und der Kreativität freien Lauf lassen. Schaut mal, wie toll das Ergebnis aussieht. Auf der Trendfarbe Kaschmir kommt die Wisch Optik Effektlasur abgetönt wunderbar zur Geltung. Was ihr alles für die Wisch Optik benötigt und wie leicht ihr so eine Wand gestaltet, zeigt euch unser Experte Ralf. Bevor wir jetzt praktisch loslegen, also an der Wand arbeiten, wollen wir zunächst den Fußboden abdecken mit Malerflies, die Fußleisten mit Klebeband schützen. Dann prüfen wir noch schnell die Wände, ob der Untergrund fest, trocken und tragfähig ist. Und dann können wir schon mit der praktischen Verarbeitung beginnen. Unser Raum und die Wände sind soweit vorbereitet, sodass wir jetzt Schöner Wohnen Trendstruktur Wischoptik verarbeiten können. Die Technik besteht aus zwei Arbeitsgängen. Zunächst wird unsere Wand mit der Trendfarbe im Farbton Kaschmir gestrichen. Dieser Farbton dient dann als Gestaltungsgrundlage für die Wischoptik Effektlasur, die wir in diesem Fall mit dem Farbton Ocker abtönen. Den Grundanstrich führen wir gleich mit Schöner Wohnen Trendfarbe aus. Wir rühren die Farbe kurz durch. Hier kann man schon die gelige Konsistenz gut erkennen. Wenn die Farbe homogen und gleichmäßig aufgerührt ist, können wir sie umtopfen. Ich beginne jetzt mit dem Grundanstrich im Farbton Kaschmir. Die cremige Farbe lässt sich richtig leicht verarbeiten. Man kann schon sehen, wie ergiebig das Material ist. Wir arbeiten immer vom Licht weg, also von der Fensterwand in den Raum rein, Bahn für Bahn, nass in nass. Wir können jetzt mit der Wischoptik starten. Die Trendfarbe ist bereits getrocknet. Die Effektlasur ist transparent und kann individuell getönt werden. Ich nehme heute den Farbton Ocker. 125 Milliliter gebe ich zu auf 2,5 Liter Effektlasur. Die Volltonfarbe wird gut verrührt mit der Effektlasur. So, das Material ist gut verrührt. Jetzt beginnen wir die Lasur auf die Wand aufzutragen mit der Strukturbürste. Wischoptik, Effektlasur. Aufgebracht auf Trendfarbe. Wir versuchen hier schön ungleichmäßig die transparente Lasur aufzutragen, sodass ein wolkenartiges Bild entsteht. Wenn man sonst immer bemüht ist, die Wände möglichst gleichmäßig zu streichen, so wollen wir hier eine bestimmte Unregelmäßigkeit erreichen. Das Material ist auch hier wieder tropfgehemmt eingestellt. Das macht die Verarbeitung sehr komfortabel. Wir können verteilt auf die Oberfläche einige Farbflecken auftragen und diese dann nach und nach in die Wand einarbeiten. Dadurch entsteht dann der unregelmäßige Charakter. Wenn ihr zu zweit arbeiten wollt, ist es immer wichtig, dass einer das Material auflegt und nur eine Hand das Material strukturiert. Jetzt ist die Wand mit der Wischoptik schon fertig. Wir können wunderbar erkennen, wie die Effektlasur mit der Trendfarbe harmoniert und die Wand sehr kreativ wird. Ich wünsche euch gutes Gelingen beim Nachmachen. Viel Spaß dabei! Wow, die Wand ist ein echter Hingucker.
Und Ralf hat es euch gezeigt. Individuelle und zeitlose Wandgestaltung ist nicht schwer. Mit der Schöner Wohnen Wischoptik macht ihr euer Zuhause zu einem echten Klassiker. Ein Tipp von mir: Noch mehr Struktur holt ihr aus eurer Wischoptik-Effektglasur heraus, wenn ihr diese auf die Feinputzoptik aufbringt. Die Strukturfarbe sorgt für noch mehr Lebendigkeit. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der Umsetzung der Wischoptik. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.